Hallo zusammen! Hallihallo! Endlich kann ich das wieder mal sagen. Herzlich willkommen hier bei uns auf Storyflow und zu einem neuen Mini-Adventure. Lang ist es her, darum haben wir gedacht, es wird nicht nur Zeit für ein neues Video, sondern wir starten gerade mit einer ganz neuen Videoreihe, wo wir euch ab sofort zweimal im Monat mitnehmen wollen und die schönsten Orte der Schweiz zeigen. Viel Spass! Für das erste Video von dieser Reihe haben wir uns ein ganz spezielles, aber auch ein nächstes Ausflugsziel ausgesucht. Nur gerade eine gute Fahrstunde vom Mittelland entfernt fährt er nämlich an, den Wilden Westen von Luzern. Willkommen in der Biosphäre Entlebuch. So viel Schnee hier, mega schön. Wären sicher auch super Bedingungen für auf Piste, aber wir gehen nicht auf Piste. Wir sind heute mit denen hier unterwegs und ich freue mich mega. Ich auch. Ich gehe auf die Schneeschuhpiste. Für unsere erste kleine Schneeschuhtour diesen Winter haben wir bewusst einen Ort abseits der grossen Schneesportregionen gesucht. Um statt lang Parkplatz suchen und anstehen in den Schlangen am Skilift, einfach ein bisschen Seelen baumeln lassen und die Abgeschiedenheit der Natur geniessen. Gefunden haben wir so eine Tour in der Nähe vom alten Wallfahrtsort Heiligkreuz. In der Blütezeit der Wallfahrten sind es hier an Pilgertagen immer noch zu Tausenden gepilgert. Aber auch heute ist Heiligkreuz ein beliebter Kraftort für Menschen, die gerne Energie in der Natur tanken. Rund um Heiligkreuz herum sind so in den letzten Jahren magische Erlebniswege geschaffen worden. Wie zum Beispiel ein Gesundheitspfad oder ein sogenannter Seelensteig. Auch einen uralten Bergahorn gibt es hier, der weit umeinander als Kraftbaum bekannt ist und wo auch für den Papi vom Flo sehr ein beliebtes Ausflugsziel war. Nur etwa eine Viertelstunde, 20 Minuten von hier. Mein Vater hat recht lange gelebt und ich war darum auch als Kind recht viel da gewesen. Viel an den Emmen, Napfgebiet oben oder einmal auf dem Brienzer Rothorn. Selten im Winter, da bin ich meistens nur auf dem Sörenberg Skifahren. Aber lohnt sich auf jeden Fall auch, es ist wirklich mega schön. Mega weitläufig und vor allem irgendwie, ja, sind wir ganz allein. Also sind es doch noch einem anderen Pärli begegnet, der auch am Wandern ist. Und sonst ist wirklich niemand da. Ja, ich glaube nicht das letzte Mal sein, wo wir hier im Entlebuch unterwegs sind. Neben dem Schweizer Nationalpark im Val Müstair im Engadin ist das einzige andere von der UNESCO anerkannte Biosphärenreservat der Schweiz. Bio was? Eine Biosphäre verspricht nicht nur die Erhaltung von einmaligen Kultur- und Naturschätzen, sondern sorgt dafür, dass sich Mensch und Natur in diesen Regionen auch nachhaltig entwickeln können. Ja, das war es von unserem allerersten Mini-Adventure hier auf Storyflow. Ja, wenn euch der Ausflug gefallen hat, dann gebt doch dem Video einen Daumen hoch. Und wenn ihr die nächsten Ausflugstipps nicht verpassen, dann abonniert unseren Kanal. Und falls ihr selber auch noch Ausflugstipps für uns habt, dann schreibt die unbedingt unten in die Kommentare. Wir freuen uns natürlich noch so um eure Inputs und freuen uns schon mega aufs nächste Mal. Und in der Zwischenzeit? Vergesst nicht! Geht raus! Und schreibt euch eure eigene Geschichte. Tschüss zusammen! Tschüss! The show is over.